also ich habe mich schon super lang drauf gefreut. Wir hatten jetzt eine kleine Pause drin. Ja. Aber ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal nochmal riesig hierher zu kommen und die Bilder zu machen und mit den ganzen jungen Menschen da in Kontakt zu kommen. Das ist genial. Ja. Ist es nicht zu anstrengend für dich, den ganzen Abend hier zu stehen und die ganzen Mädels und Jungs zu fotografieren, oder macht das auch Spaß? Also ich sage, anstrengend ist natürlich so ziemlich alles, aber wenn man sich das Ganze nicht so, ja, nicht so anstrengend macht, sage ich mal, ein bisschen lockerer, und es muss auch Spaß machen, und das ist auch absolut der Fall hier. Die Leute sind gut drauf, trinken gern was und sind alle lustig, also sehr, sehr friedliche Stimmung hier. Hast du schon Unterschiede gemerkt jetzt? Es waren ja 5 Veranstaltungen insgesamt. Was hat dir so gefallen oder was hat dir nicht gefallen, oder gab es da irgendwelche Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Also ich muss sagen, wenn ich die ganzen Veranstaltungen so jetzt betrachte, ging es eigentlich immer bergauf. Das ist mir positiv aufgefallen. Also es ist immer ein stetiger Schritt nach vorne, beziehungsweise auf der Leiter nach oben gegangen. Also die Veranstaltung wird immer professioneller, und da sieht man einfach, der wird Routine, kommt da rein. Und also genial vom Ablauf her, gar kein Stress, also von wegen Unruhen und so weiter. Machen sie schon sehr gut. Und du merkst auch eine persönliche Entwicklung mit dieser ganzen Veranstaltungsreihe, oder? Natürlich, man lernt nie aus, ne? Das ist also ganz wichtig. Und natürlich, immer mehr Veranstaltungen, die man macht, und man lernt die Leute auch kennen, das ist auch ganz schön. Also man lernt die ganzen Leute kennen, die erkennen auch einen wieder. Das ist ganz schön. Wunderbar. Vielen Dank. Ich wünsche dir frohes Schaffen und vor allem viel Spaß auch dabei. Ja, absolut, ne? Dankeschön.